Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus zurück in Destiny. Es geht weiter mit der König der Besessenen Storyline aus dem neuen DLC. Und in der letzten Folge haben wir den neuen Tarnantrieb besorgt. Krotas Splitter aus dem Kristall, den haben wir ja auch. Und jetzt können wir mit dem Tarnantrieb dafür sorgen, dass wir ja, in Krotas Essenz baden können. So hat Eris Morn das ausgedrückt. Und dafür müssen wir zurück auf den Mond. Die letzte Ölung. Reise mit Hilfe des Tarnkodex tief ins Herz des Höllenschlunds und stiehl ein Splitter von Krotas Seele. Den Splitter haben wir ja natürlich schon, aber wir müssen noch in der Essenz seiner Seele noch baden, um den Splitter da irgendwie aufzuladen. Die letzte Ölung, die nächste Story-Mission, Ozean der Stürme auf dem Mond. Und um in Krotas Essenz baden zu können, muss man natürlich dorthin zurückkehren, wo Krota auch gestorben ist. Okay, du hast den Kristall. Alles, was du jetzt noch tun musst, ist, ihn mit Krotas Seele zu befüllen. Die Schar sind gerade mit einer Art Beerdigung beschäftigt, also... Das ist keine Beerdigung, sondern eine Todeszeremonie. Krotas Essenz wird für die nächste Sphäre vorbereitet. Also, wenn du bei dieser Beerdigung bist, dann wird Oryx in der Nähe zusehen. Spiel nicht die Heldin. Nutze die Tarnfähigkeit, die du von Rasputin bekommen hast, um ungesehen an den Besessenen vorbeizuschlüpfen. Finde Krotas Seele, packe sie ein und verschwinde. Einmal Krotas Seele zum Mitnehmen, bitte. Wo genau gehen wir hin? Wenn die Todsängerinnen ihr Lied anstimmen, weißt du, dass wir nahe dran sind. Hört sich ja toll an. Was sie damit sagen will, ist, dass sie es nicht weiß. Aber keine Sorge, ich halte meine Ohren auf. Und ich versuche, nicht auf seinen Kopf zu treten. So, wir befinden uns im Krota Raid. Für die, die noch nie hier drin waren, das ist ein Teil der ersten Phase. Hier sind die Leuchtlaternen, der ganze Dunkelheitszone, wo man hier durchlaufen muss. Und dann muss man hier diese Plattform aufhalten, damit man dann hier ins Licht laufen kann. Ich finde schon cool, dass es in den Story-Missionen teilweise noch ja, zugänglich ist jetzt auch. Das gab es ja schon auch bei Haus der Wölfe, wo man dann nochmal in die gläserne Kammer rein musste. Dann kriegen halt Leute auch, die ja nicht die Möglichkeit haben, den Raid zu spielen, weil sie vielleicht nicht so viele Leute kennen. Man muss ja immerhin 6 Leute haben. Du darfst nicht gesehen werden. Wir brauchen dich lebendig. Hast du die Frequenzgeist? Und deine Modifikationen. Wir werden bereit sein. Dann ziehe still und ungesehen, wie der Tod. Ich bin der Tod. Oh Mann, die beiden, die Gespräche immer. Ja, also ja, Leute, die halt nicht die Möglichkeit haben, jedes Mal den Raid zu spielen, weil man dafür ein 6-Leute-Team braucht, können hier die Story-Mission nutzen, um dann auch mal ein paar Abschnitte des Raids mal zu sehen, wie hier jetzt Krotas Ende und so weiter. So. Ja, es gibt halt wieder mehr Gespräche in Destiny. Dann muss man halt mal ein bisschen leise sein, damit ihr auch die Gespräche mitbekommt. Das ist jetzt halt neu in Taken King, dass die Geschichte besser erzählt wird. Wir mal hoffen, dass es klappt. Tarnung an. Ich kann dich nicht sehen. Kannst du mich sehen? Ich kann mich sehen. So, die neue Tarntechnologie, die wir uns hier geklaut haben von Rasputins Datenbank. Und ja, dann geht es weiter. Bleib auf Distanz. Sie können dich zwar nicht sehen, aber immer noch riechen. Für Eris Schiff gibt es Ersatz. Für dich nicht. Überquere das Chasma. Betritt ihre Welt. Okay, wir befinden uns auch immer noch im Raid-Bereich. Das ist auch die Brückenphase in Krotas Raid, wurde sie immer genannt, wer das noch nicht kennen sollte. Und ich muss aufpassen, denn man sieht hier diese rote Bereiche. Da sollte ich nicht reintreten, denn in diesem Bereich können sie mich erschnüffeln. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Sie sehen mich zwar nicht, aber sie können mich erschnüffeln. Und wenn man hier gesehen wird, ist egal, was man dann macht, man stirbt. Also man kann es nicht aufhalten. Man sollte hier nicht
gesehen werden, sonst muss man nochmal von vorne anfangen. Deswegen immer schön aus diesen Kreisen hier rausbleiben, nicht zu viel Lärm machen, nicht zu viel rumspringen. Eine Grabhülle. Meine Grabhülle. Vorsicht, wir müssen sie immer noch vermeiden. Ich hoffe, sie können das hier nicht sehen. So, der Ogre geht auch weg. Schnell hier die Grabhülle aktivieren. Damit die Brücke aufgebaut wird. Sehr viel einfacher als im Raid, über diese Brücke zu kommen. Muss man übrigens aufpassen im Raid, da konnte man durch diese Spalten hier runterfallen in den Tod. Ist mir auch schon mal passiert. Wie die da hinstampfen, die Oger. Okay, aufpassen hier auf die Schwertträger. Hier muss man durch diesen Mini-Spalt gehen. So, man wird nicht sofort gesehen, aber man hat gesehen, mein Charakter, der wird dann so rötlich. Dann muss man so schnell wie möglich aus diesen Bereichen raus. Die Tür öffnet sich. Denkst du, sie haben das mitbekommen? Die Todsängerinnen. Sie bereiten Krotas Seele für das nächste Reich vor. Folge ihrem Schrei. So war es, als ich durch die Finsternis wandelte. Der Wind trug ihre grauenvollen Lieder, als Irianna fiel. Okay, ich wäre doch mal dafür, dass sie die ganze Geschichte von Eris, wie sie damals mit den 6 Hütern in den Höllenschlund ging und als Einzige da überlebt hat. Gehe zu Krotas Grab und nimm die Überreste seiner Seele an dich. Habe ich vor. Hier gibt es eine Menge Gräber. Wie sollen wir Krotas finden? Du erkennst sie, wenn du sie siehst. Ja. Also, ich wäre dafür, dass sie mal die Eris Morn-Geschichte mit den 6 Hütern, die da den Höllenschlund betreten haben, können sie mal einen Film draus machen oder so. Oder, keine Ahnung, ein Comic. Okay, wir können hier was scannen. Der Geist meldet sich gerade. Schauen wir doch mal hier in der Umgebung. Okay, es ist dieser Stein hier. Krotas Symbol. Ich weiß nicht, woher es stammt oder was es bedeutet. Für mich heißt es, wir sind auf dem falschen Weg. Aber wie immer folge ich dir. Okay. Und da sind wir auch in der Arena, wo man gegen Krota gekämpft hat. Dort oben hat er immer gestanden und jetzt ist dort ein Grabstein. Und die Todsängerin singt da ein Lied zu seiner Beerdigung. Aber es ist ja keine Beerdigung, wenn man Eris Morn da gehört hat. Die Hexe links und rechts, die Großen, sind übrigens Gegner in Oryx Raid. Ihr Anuk, die Todsängerin, und die andere da, ihr Halak. Die haben auch einen mächtigen Helm auf, der mich so ein bisschen an Silent Hill erinnert. Und jetzt hier natürlich wieder aufpassen. Was ich aber nicht verstehe, Krota ist tot. Das wird ja auch mit schön in die Story mit eingebunden. Aber schaut mal, wer hier um rumfliegen ist. Irjut, die Todsängerin. Warum lebt die wieder? Naja. Aufpassen jetzt. Unten der Ritter, da vorne der Ritter. Wir müssen uns den Grabstein nähern, um den Kristall von Krotas Seele aufzuladen. Ich glaube, das ist es. Und nun, lasse den Kristall von Krotas Todesessenz trinken. Okay. Es dauert aber. Es funktioniert. Wie viel brauchen wir, um als Aszendentenschar durchzugehen? Das ist nur ein Schluck. Doch nimm alles, das du bekommen kannst. Etwas stimmt nicht. Wir sind aufgeflogen. Zum Teleport bereit machen. Verschwinde da. Wir müssen Krotas Seele in Besitz bringen. Sie haben genug. Mach dich für den Teleport bereit, Geist. Ich kann nicht. Alles ist korrumpiert. Ich kann mich nicht verbinden. Bleib am Leben. Wir müssen es zurückschaffen. Ihr habt's gehört, wir müssen am Leben bleiben. Die Besessenen hier aufhalten, den besessenen Angriff überstehen.
oh, oh. Da steht einiges da links. Hau dir mal ab hier, von Norde. Erstmal hier schön mit der Feuerwand den Eingang mal kurz abdichten hier, ey. Besessenen müssen immer übertreiben, weil die gleich immer mit so vielen Leuten angeschissen kommen. Sind noch schlimmer als die Schar. Die kommen noch mehr in Überzahl hier an. Bam. Da drüben sind noch Sniper und sonst was. Bogen. Oh, da kommt noch eine Welle, noch eine Welle. Boah. Was ist denn da? Da kommt was Unsichtbares. Und Sniper oben auf den Sniper-Positionen. Hinter mir auch. Den Sniper da hinten wegmachen. So. Der macht noch ein bisschen mehr Schaden als diese kleinen hier vorne. Der Unsichtbare da. Das ist so ein Minotaure. Wow, wow, wow. Granate bleibt genau da stehen. Hervorragend. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich wollte nur ein Stück von Kotas Seele, ey. Und ihr müsst mich hier angreifen. Kein was getan. Der war eh schon tot. Okay, die stehen alle noch hier draußen. Ne, hier ist einer drin. Unsichtbarer schon wieder. Shotgun. Ich meine, diese Viecher, die sind dann mal echt mal so ganz unsichtbar, ne? Also die sieht man sowas von schlecht. Folge mir. Folge mir. Eris Morn, Stimme klingt zu uns durch. Und wie mächtig sie sich da angehört hat. Du hast uns gerettet. Einer von Tolens Tricks. Es gibt nichts, das ich mehr als die Finsternis fürchte. Doch ich werde nicht noch einen Hüter verlieren. Du hast den letzten Fetzen von Kotas Seele eingefangen. Es hängt nun von dir ab. Mache Oryx auf dem Grabschiff ausfindig. Zerstöre ihn. Ihr habt's gehört, Leute. Wir müssen Oryx vernichten auf dem Grabschiff. Yeah, machen wir Feuerwerk. Mal gucken, wie weit das Ding fliegt. Okay. Den kann man da echt mal im PvP einmal so quer über die Map schießen, oder? Ja, wir sind jetzt dazu imstande, durch den Riss auf dem Grabschiff zu gehen. Wir mussten ja ein was Aszendentes werden oder ein Aszendent, um da durchzukommen. Und das haben wir somit erreicht. Wir konnten ja durch die Sneaking Mission, Schleichmission durch, um den Kristall aufzuladen mit Krotas Essenz. Und somit können wir jetzt auch den Riss auf dem Grabschiff durchschreiten und können dort direkt gegen Oryx antreten in der Story-Mission, in der nächsten und letzten auch Story-Mission von König der Besessenen. Also Leute, da könnt ihr euch drauf freuen, auf die nächste Mission, Bosskampf und so, ne, gegen Oryx. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.